Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man in einem Gesicht, in einer Porträtaufnahme, solche roten Inseln hier, diese roten Flecke auf der Haut, die hat so ziemlich jeder, wie man die sehr schnell entfernen kann, damit die Haut glatter und schöner aussieht und gleichzeitig werden die Poren natürlich erhalten. Dazu brauche ich einfach nur eine Einstellungsebene, Farbtonsättigung. Die wähle ich jetzt mal aus und jetzt habe ich hier oben ein auf der Seite liegendes Farbrad und wenn ich daran drehe hier, wenn ich an dem Regler ziehe, dann werden die Farbbereiche verschoben und um jetzt diesen Farbbereich einzugrenzen auf Rot, wähle ich einfach hier die Rottöne. Jetzt werden nur die Rottöne hier vom Farbton her manipuliert und um das ebenfalls noch weiter einzugrenzen, kann ich hier unten diese beiden rechten Anfasser auf der rot-orange-gelben Seite einfach nach links bewegen, um die Rottöne weiter einzugrenzen. Dann hier diesen Regler für die weiche Kante, ebenfalls nach links. Und jetzt seht ihr hier solche blauen Inseln. Die liegen jetzt genau auf diesem roten Bereich, den ich ja manipulieren möchte. Ich kann noch ein bisschen weiter eingrenzen, nicht so stark. Ja, vielleicht so. Und ja, der nächste Schritt ist auch gleichzeitig der letzte Schritt. Ich gehe jetzt hier oben mit dem Farbrad wieder zurück. Und zwar ungefähr dahin, wo die Hautfarbe liegt. Ich achte mal hier auf die Lippen, daran kann man ganz gut erkennen, welchen Farbton ich eingestellt habe. Und ich würde sagen, so bei 12 oder so habe ich jetzt diese Farbe getroffen. Und diese roten Stellen, ich zoome mal näher ran, diese roten Stellen sind jetzt entsättigt. Ich werde jetzt im nächsten Schritt einfach nochmal die Sättigung etwas runternehmen leicht, mit der Helligkeit etwas hochgehen. Und dann seht ihr, dass die Haut jetzt vorher, nachher hier viel akkurater ausschaut. Ich invertiere mal die Maske mit Steuerung und I und kann jetzt mit einem Pinsel und weißer Farbe hier diese roten Flecke händisch entfernen. Und ja, der Retuscheur kann jetzt hingehen und mit dem Nachbelichter zum Beispiel hier noch ein bisschen modellieren mit Licht und schon habe ich hier dieses Bild in wenigen Sekunden vorher, nachher, von den Farben her und vom Licht her angepasst. Okay, das war mein Tipp für heute. Wenn ihr was gelernt habt, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut, dann freue ich mich auf euch. Tschüss!